Bald kommt wieder Valentinstag und heute mit meinem Video, ich kann Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wie kann man Valentinstag besonders zu machen. Das ist ein paar Ideen für Frühstück. Wie ich das mache, ihr könnt in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Waldi und bald kommt Valentinstag. Und ich habe mir schon letztes Jahr gedacht, also muss man also was Besonderes machen, besonders für Frühstück zum Beispiel. Und ich habe jetzt also im Internet ein paar Ideen gefunden und ich wollte das auch also mit Grill dann auch machen. Und für heutige Vorbereitung, also ich habe also dann ganz einfache Sachen genommen. Das ist Toast, Eier, Paprika, Tomaten, Würstchen und ein bisschen Käse. Und Zahnstocher brauchen wir unbedingt. Und heutige Gerichte mache ich also dann mit einer Gussplatte, aber das kann man auch also mit dem Pfanne zum Beispiel machen. Und das muss auch also nicht unbedingt also ein Grill sein, das kann man auch also zu Hause machen. Zuerst ist ein klassisches Tipp, da schneide ich jetzt ein Herz. Sage ich gleich, also ich bin kein Romantiker, aber ich versuche also dann Herzchen trotzdem also dann schön rauszuschneiden oder schön zu dekorieren. So, ich habe jetzt ein paar Herzchen. So, lege ich das auf die Seite. Und dann kann man Würstchen nehmen und schräg Ende abschneiden. So. Dann kommt so ein Herz. Eine Seite ein bisschen anbraten. Und Tomate lege ich auch so hierher. Ein bisschen Olivenöl. So, jetzt Toast zum Beispiel lege ich auf andere Seite. So, das umdrehen. Zweite Variante. So, ich schneide also dann ganz einfach Würstchen durch und mache ich dann so Herzchenform. Ja, so ungefähr. Dann schneide ich Paprika im Ringe, auch gelbe Paprika. Dann zuerst mache ich dann Gemüse. Dann jetzt kann man umdrehen. Dann mal ein bisschen zu. Und jetzt ist dritte Variante. Schneide ich wieder unsere Würstchen durch. Und so kann ich also dann ein quadratisches Form machen. Nehme ich also dann Rest von Paprika.
So, und dann kommt geriebene Käse. Das schneide ich auch so ein bisschen klein. Dann kommt ein paar Eier da rein. Ein bisschen Milch. Und alles aufschlagen. Fast fertig. Genau. Jetzt machen wir ein großes quadratisches Form. Und mal das Herz rein. Ein bisschen salzen. Jetzt machen wir Deckel zu. Ah, oh, sieht schön aus. Ja. Yeah. Das sieht aber gut aus. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann Ihnen behilflich sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis nächstes Mal.